Herzlich willkommen bei diesem Geburtshoroskop-Analyse nach westlichen Astrologie. Liebe Noala, ich grüße dich. Das ist dein Geburtshoroskop-Analyse. Und ich möchte mich bedanken für dein Anvertrauen und auch für diesen Auftrag. In Teil 1 habe ich erklärt, was ist überhaupt ein Geburtshoroskop und was bedeuten die 12 Lebensbereiche. Und jetzt starten wir an dein Geburtshoroskop. In diesem Bild siehst du in die Mitte ein Engel. Nach Kabbala herrscht dieser Engel in diesem Tag, wo du geboren bist. Das ist dein persönlicher Schutzengel. Dein persönlicher Schutzengel ist Engel Hariel und hat nach Kabbala die Zahl 15. Das bedeutet für dein Leben auch etwas. Engel Hariel ist Engel der Leuchtende, zeigt uns die Quelle der Inspiration und Intuition, schenkt uns klare Gedanken, befreit uns von Hindernissen, lernt uns die göttlichen Gesetze zu verstehen und schenkt Sinn für Schönheit, Kunst und Kreativität. Engel Hariel ist dein persönlicher Schutzengel. In diesem Moment, wo du geboren bist, dein erster Atemzug, ist die Tierkreiszeichen Skorpion in Osthorizont aufgestiegen. Und das bedeutet, du hast Aszendent Skorpion. Das war die erste kosmische Energie, die dich begrüßt hat auf dein Erdenleben. Du bist ein Kind davon. Und diese Skorpion-Energie wirkt wie ein Kostüm. Du trägst dieses Kostüm und Skorpion beeinflusst dein Aussehen, dein Auftreten, gehört zu deiner Persönlichkeit. Und diese Persönlichkeit, diese Skorpion-Energie begleitet dich bis zu deinem Lebensende. Die Tierkreiszeichen Skorpion gehört zum Wasserelement. Und Wasserelement symbolisiert die Gefühle. Du nimmst vieles in dein Leben mit Gefühlen wahr. Skorpion bedeutet aber auch die Tiefe. Und in die Tiefe liegt die Quelle. Das ist deine Intuition, deine Inspiration, aber bedeutet auch deine innere Kraft. Skorpion ist sehr kraftvoll. Mars und Pluto herrscht über die Tierkreiszeichen Skorpion. Die Mars-Energie zeigt dir, gibt dir die Kraft, dich zu behaupten im Leben. Und Pluto zeigt die innere Kraft. Die Tierkreiszeichen Skorpion ist mystisch. Und du hast diese Ausstrahlung, du hast diese Auftreten. Geheimnisvoll. So nehmen die Menschen dich wahr. Etwas geheimnisvoll. Skorpion herrscht über die Sexualität. Und das ist ein Hinweis auf deine erotische Ausstrahlung. Du kannst dich gar nicht dafür, nicht dass du so kleidest, sondern die Männer nehmen dich so wahr. Das gehört auch zu deiner Persönlichkeit. Die Tierkreiszeichen Skorpion öffnet den Tor zu deiner Persönlichkeit, aber die Skorpion wirkt auf diesem geheimnisvollen 12. Lebensbereich auch.
Die zweite Lebensbereich zeigt die Werte und Wertschätzung und Selbstwertgefühl, aber auch die Finanzen. Dieser Lebensbereich hat hier im Grenzbereich auch ein Tor, ein geheimes Tor. Und dieses geheime Tor öffnet sich mit Schütze. Aber die Schütze wirkt auf deine Persönlichkeit. Die Tierkreiszeichen Schütze gehört zum Feuerelement. Und das zeigt die Begeisterung, die Leidenschaft, Feuer und Flamme zu sein von etwas. Und dieser Feuerelement verleiht auch Kraft und Mut, etwas in Bewegung setzen. Die Schütze zeigt in eine Richtung und das ist die Zentrum unserer Galaxie, die Milchstraße. Und energetisch sind hier unsere Sehnsüchte und Wünsche beschrieben und das soll deine Ziele sein. Aber weil hier auch um die Werte geht, lauf nicht davon und sag ja nicht, ich habe das nicht verdient, das steht mir gar nicht zu. Solche Sätze sollst du verabschieden. Stattdessen sag solche Sätze, ja, das ist mein Wunsch, das steht mir zu. Ich nehme das im Besitz. Schütze hat Bezug zum Sport, Schnelligkeit und auch zum Reisen und Ausland. Das kann bedeuten, dass du gerne reist und bedeutet auch, dass für dich das wertvoll ist, Sport, Bewegung, Reisen. Der dritte Lebensbereich hat mit Schule etwas zu tun. Natürlich, das sprechen wir in jungen Jahren, die Schulzeit. Später wirkt dieser Lebensbereich anderes. Dann vermittelt die Kommunikation, die Verbindungen, ein Austausch, Informationen, annehmen, etwas lernen oder Informationen vermitteln oder Wissen vermitteln. Hat Bezug zum Internet, hat einen Bezug zum Geschwister, Verwandten, Nachbarn und auch zu unserem vertrauten Umgebung. Da gibt es auch vieles zum Entdecken. Dieser Lebensbereich hier öffnet sich dieser Tor mit Tierkreiszeichen Wassermann. Und die Tierkreiszeichen Wassermann hat noch einen Einfluss auf deinen zweiten Lebensbereich. Jetzt könntest du fragen, ja, wie geht das überhaupt? Weil nach Skorpion kommt Schütze und normalerweise kommt Steinbock und erst dann Wassermann. Wo bleibt die Steinbock? Dein Steinbock ist eingeschlossen hier im zweiten Lebensbereich. Und so fühlt sich das auch an, wenn das so eingeschlossen wäre. Und das erlebst du in Finanzen, wo du das Gefühl hast, das geht nichts voran, kommt kein Geld rein, ich habe immer dieselben Themen, Finanzen. Fühlst du dich beengt, finanziell beengt, wie eine Sperre. Hier ist eine Aufgabe, das Befreien. Wie kannst du hier die Steinbock befreien, damit deine Finanzen verbessern kann, wenn du zu deinen Werten stehst? Und wenn du das vorstellen kannst, dass du im Wohlstand lebst, und das kannst als Ziel setzen und das nicht aufgeben, dann befreist du hier die Steinbock-Energie. Und Steinbock hat mit Materie etwas zu tun, weil das ist Erde-Element. Aber wichtig ist, dass du das nicht aufgibst, sondern daran glaubst. Dann fühlst du dich hier wie befreit. Jetzt sind wir in dem tiefsten Punkt des Horoskopes, und das vergleiche ich
mit einem Baum. Und das würde bedeuten, hier ist die Wurzel des Baumes. Und die Wurzel des Baumes gibt Halt, nährt auch. Und hier brauchen wir das Gefühl, angekommen zu sein. Und das ist die Basis, das ist die Fundament. Und auf diesem Fundament baut sich alles auf. Und daran liegt unsere Herkunft, unsere Traditionen, die Ahnen und unserem Zuhause. Das gibt uns Halt im Leben. Hier fühlen wir uns verwurzelt. Diese Tor öffnet sich mit Tierkreiszeichen Fischen. Und die Tierkreiszeichen Fischen hat einen Einfluss noch auf den dritten Lebensbereich. Jetzt stell dir vor, die Tierkreiszeichen Fischen gehören zum Wasserelement. Wie kann das dein Fundament sein? Wie kann dir die Wasser den Halt geben? Die Stabilität, die Sicherheit, das ist gar nicht einfach, weil das ist dein Fundament. Und du findest diese Halt, wenn du verstehst, was die Tierkreiszeichen Fischen vermitteln. Die Tierkreiszeichen Fischen besteht aus zwei Fischen und die schwimmen in verschiedenen Richtungen im Wasser. Und Wasser symbolisiert unsere Gefühlen. Die eine Richtung wäre, ich habe Angst, ich traue gar nicht zu, ich zweifle daran, ich bin unsicher, ich habe Selbstmitleid. Das wäre die eine extreme Richtung. Und diese Richtung blockiert, weil es entsteht Angst. Und Angst ist der größte Stolperstein in unserem Leben. Die andere Richtung, und das würde ich dir empfehlen, weil genau das gibt dir Halt, das ist dein Traum. Dein Traum, deine Vision über dein Leben. Und wenn du an diese Vision glaubst, was du erreichen möchtest, ob das jetzt beruflich ist oder finanziell oder familiär oder in die Liebe, Partnerschaft, in allen Lebensbereichen darfst du träumen. Das kann auch ein Tagestraum sein. Die ideale Vorstellung. Wenn du an diese Vorstellung glaubst und das vertraust und kannst du loslassen, mal einfach nur so geschehen lassen, nichts mehr dazu tun, nur daran glauben und immer diese Vorstellung bleiben, dann passiert Wunder. Weil hier ist der Reichtum verborgen. Das ist das Geheimnis der Tierkreiszeichen Fischen. Die Tierkreiszeichen Fischen ist sehr kreativ, künstlerisch begabt, herrscht auch Neptun hier. Und Neptun ist der Planet für unsere Visionen, für unsere Träume, aber auch unsere Inspiration. Und wenn du diese Energie im wohnlichen Bereich umsetzt, das heißt, du liebst das traumhaft schöne Haus oder Wohnung und du lässt dich inspirieren. Und das ist deine künstlerische Begabung. Und daran kannst du bauen. Die fünfte Lebensbereich gehören die Kinder. Unseren eigenen Kinder und dann Enkelkinder, aber bedeutet auch unserem eigenen Kindheit. Hier sind auch wichtige Themen wie das innere Kind,
immer wieder sagen, zu uns selbst. Und dafür brauchen wir nicht schämen, wenn wir mal vor dem Spiegel sagen, wow, ich bin so stolz auf dich, das hast du richtig gut gemacht. Solche Sätze, solche Glaubenssätze stärken uns innerlich, stärken unserem inneren Kind. Und in diesem Bereich liegt auch die Kreativität, diese schöpferische Kraft. Und das so gestalten wie die Kinder, spielerisch. Und daran liegt auch die Lebensfreude. Dieser Lebensbereich öffnet sich mit Wider. Die Wider-Energie wirkt auch auf den Wohnsituation zum Beiden. Mit Wider hier im fünften Lebensbereich war das gar nicht einfach. Deine Kindheit. Später kann das bedeuten einen männlichen Nachwuchs natürlich, weil Wider ist männlich. Das ist schon ein Hinweis auf Nachwuchs. Aber hier bei diesem Wider-Energie in beiden Lebensbereichen musst du dich wirklich behaupten, dich durchkämpfen im Leben. Die sechste Lebensbereich hat mit Arbeit was zu tun, unserem Alltag bewältigen. Und nicht nur das, sondern zeigt auch die Gesundheit. Dieser Lebensbereich öffnet sich mit Stier. Und Stier hat einen Einfluss auf deinen fünften Lebensbereich. Und mit Stierenergie öffnet sogar die siebten Lebensbereich. Ich setze es so mal in die Mitte. Das heißt, Stier öffnet sich den Tor zu sechsten Lebensbereich. Stier öffnet sich den Tor zum siebten Lebensbereich, wenn es um Partnerschaft geht. Und Stier hat noch einen Einfluss auf den fünften Lebensbereich auch. Also dehnt sich aus. Stier ist gemütlich, ruhig und genießt das Leben. Und in diesem Lebensbereich brauchst du diese Ruhe, diesen Genuss. Also auch bei der Arbeit, auch bei Partnerschaft. Stier bedeutet auch Besitz, hat auch mit Geld was zu tun. Aber nicht nur die Finanzen, sondern etwas Wertvolles im Besitz zu nehmen. Den achten Lebensbereich ist hier oben. Hier ist die Transformation. Hier liegt auch das innere Kraft, das ist Pluto-Energie, aber bedeutet auch Sexualität. Aber Pluto steht nicht nur für Sexualität, sondern auch für Tod. Also erbschaftliche Sachen gehören hierher. Aber nicht unbedingt mit Todesfall, sondern eher beschreibt das Loslassen. Vieles muss in unserem Leben absterben, damit etwas Neues entstehen kann. Und dieser Lebensbereich öffnet sich mit Zwillinge. Und die Zwillinge haben noch einen Einfluss auf deine Partnerschaft, auf den siebten Lebensbereich. Und im neunten Lebensbereich, wo um Reisen, Ausland und auch Studium geht, aber nicht nur Reisen nach Ausland, sondern auch innere Reise, Erkenntnisse im Leben, die Suche nach Gott, die Suche den Sinn des Lebens. Dieser Lebensbereich öffnet sich mit Löwe und Löwe hat einen Einfluss noch auf den achten Lebensbereich. Dann kannst du die Frage stellen, da wo ist die Krebs verschwunden? Die Krebs ist eingeschlossen hier im achten Lebensbereich und wartet darauf, befreit zu sein. Und wie kannst du die Krebsenergie befreien, gerade hier im achten Lebensbereich?
Das kann natürlich bedeuten, dass du irgendwann in einer Situation bist in deinem Leben, wo in Familienkreisen um erbschaftliche Sache handelt und sind deine Hände gebunden. Kannst nicht handeln. Und dann musst du dich durchsetzen, dich behaupten und kämpfen für das, was zu dir zusteht. Aber diese Krebsenergie bedeutet noch etwas. Einen inneren Zuhause, ich könnte sagen, einen inneren Tempel, wo deine Seele lebt. Und wenn du diesen inneren Tempel vorstellen kannst und meditierst, dann kannst du diese Transformation durchführen. Das ist alles Vorstellungskraft, aber immerhin Kraft, was uns innerlich stärkt. Dann wirst du diese Krebsenergie bei diesem geheimnisvollen achten Lebensbereich befreien. Der höchste Punkt des Horoskopes, ich könnte sagen, den Krone des Baumes, diese Krone tragen wir auch. Aber entweder glauben wir daran oder laufen wir mit gesenkten Kopf durch den Leben, dann fehlt diese Krone. Die Krone bekommen wir, wenn wir Respekt verlangen von anderen, ansehen. Und hier im Spitze des Horoskopes, der höchste Punkt des Horoskopes zeigt, wie wir das erreichen. Zeigt auch unserem Ziele, die höchste, was wir erreichen können und wie können wir das erreichen. Und hier in diesem Lebensbereich liegt auch unsere Berufung. Und dieser Lebensbereich öffnet sich mit Jungfrau. Und Jungfrau hat noch einen Einfluss auf den neunten Lebensbereich. Jungfrau bedeutet, eine solide Art und Weise geduldig kannst deine Ziele erreichen. Aber mit klugen Entscheidungen sollst du Respekt verlangen. Jungfrau bedeutet auch Reinigung, Spreu von Weizen trennen. Das heißt, die Menschen, die dich nicht akzeptieren, die gehören nicht zu deinem Leben. Also trennen, Spreu von Weizen. Und das ist dieser ganze Bereinigung, Reinigungsprozess. Jungfrau bringt auch Heilung, weil Jungfrau ist Heilenergie. Also ich könnte gut vorstellen, dass du im Bereich Heilung deine Berufung leben kannst. Aber Jungfrau ist nicht nur das Heilung, sondern das analytische Denken. Also alle diese Berufe, wo du etwas untersuchen musst und auf dem kleinen Detail achten sollst, das wird er für dich auch gut eignen. Die 11. Lebensbereich liegen unsere Wünsche, Hoffnungen und auch Freundschaften, die sozialen Kontakte, auch Gruppen von gleichgesinnten Menschen, wo wir das Gefühl haben, da gehören wir auch hin, wie ein Sportverein zum Beispiel. Dieser Lebensbereich öffnet sich mit Waage. Die Waage ist natürlich schön und harmonisch. Es kann ein Hinweis sein, dass du dich zugehörig fühlst zu Menschen, die Künstler sind. Ein Kunstverein zum Beispiel. Kann auch bedeuten, dass du schöne Freundschaften wünschst oder vielleicht sogar hast. Aber achte auf die Waage-Energie. Das ist wunderschön. Waage ist wirklich wunderschön. Der einzige Nachteil ist, wenn hier Entscheidungsschwierigkeiten hast und du traust nicht Nein zu sagen. Warum? Weil du möchtest dich in deinem Freundeskreis beliebt machen wollen. Aber versuche etwas verstehen. Es ist einfach nicht möglich, jedem Mensch recht zu machen.
Wir können nicht jeder recht zu machen. Wir werden auch nicht bei jedem Einzelnen beliebt. Muss auch nicht sein. Aber die Menschen, die dich lieben, akzeptieren, die gut gesinnt sind, die gehören zu deinem Leben. Und das sollst du befestigen. Die 12. Lebensbereich öffnet sich mit Skorpion. Hier dehnt sich die Skorpion-Energie aus und hier dehnt sich die Stier-Energie aus. Du bist in Tierkreiszeichen Zwillinge geboren. Und deine Sonne befindet sich im 7. Lebensbereich. Sonne in Zwillinge im 7. Lebensbereich. Für dich ist sehr wichtig die Partnerschaft. Aber Sonne bedeutet nicht nur die Partnerschaft hier, was für dich ein sehr wichtiges Thema ist, sonst wäre er nicht im 7. Lebensbereich, sondern die Zwillinge vermitteln eine wichtige Botschaft. Dazu erzähle ich die mythologische Geschichte. Leda war die Königin von Sparta. Der Himmelsgott Zeus liebte schöne Frauen und verführte Leda. Und Leda wurde schwanger. Das einzige Problem war aber, dass Leda verheiratet war mit dem König von Sparta. Und von diesem König wurde sie auch schwanger. Leda gebar die Zwillinge. Castor und Pollux. Castor war der Sohn von König, Pollux war der Sohn von Himmelsgott Zeus. Und das Menschliche ist natürlich sterblich und das Göttliche ist unsterblich. Wo die Zeit kam, dass Castor sterben musste, ging Pollux zu seinem Vater Zeus und sagte, er möchte auch sterben, weil er will das nicht erleben, dieser Schmerz, dass sein Zwillingsbruder stirbt. Da lieber verzichtet auf die Unsterblichkeit, aber er möchte auch sterben. Und Zeus sagte, nein, 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 ich mache lieber euch beide unsterblich. Und Zeus setzte die beiden Zwillinge im Himmel. Und Castor und Pollux sind die beiden Hauptsternen in Tierkreiszeichen Zwillinge. Und sie zeigen uns etwas sehr Wichtiges. Unser Menschenleben, dieser Schicksalsweg ist begrenzt. Das heißt, wir Menschen sind wirklich sterblich. Aber wir haben einen Teil in uns, was unsterblich ist, weil das ist ein Teil von der göttlichen Schöpfung und das ist unsere Seele. Und genau das zeigen die Zwillinge. Und die sind miteinander auch verbunden. Und wenn wir an unsere Seele kümmern, ein Teil von uns, eigentlich die wichtigste Teil von uns, das finden wir aber in unserem Inneren. Wo sollen wir es sonst finden? Das ist in unserem Inneren. Dazu brauchen wir Zeit. Dazu brauchen wir Ruhe. Zeit für nehmen. Die Ruhe bewahren. Mal jeden Tag 5 Minuten oder 10 Minuten nach innen schauen. Zur Ruhe kommen. Dann haben wir eine Verbindung zu unserer Seele. Und hier ist die Quelle. Hier haben wir die Intuition und die Inspiration auch. Und wir verspüren die Verbundenheit mit dem Göttlichen. Und der Kanal ist dann offen.
Und das ist ein höheres Bewusstsein. Und aktiviert diese Energie, die Verbundenheit zum Göttlichen und aktiviert unsere Intuition und Inspiration. Und ist sehr beruhigend, wirkt beruhigend. Weil wir fühlen uns nicht mehr einsam, verlassen, traurig, in Tränen. Weil das stärkt uns. Und das, was die Zwillinge zeigen. Und deine Sonne ist in Zwilling. Und Sonne symbolisiert dein Selbst. Finde dein Selbst in diesem Weg, mit diesem Bewusstsein. Mond befindet sich in Tierkreiszeichen Stier im sechsten Lebensbereich. Das bedeutet, du bist kurz vor Neumond geboren. Mond zeigt deinen Gefühlen im Stier. Mond ist erhöht im Stier. Mond ist sehr kräftig im Stier. Das sind deine Gefühle. Das Leben zu genießen, das Leben schön gestalten, alles in Besitz nehmen, was für dich wertvoll ist. Und das kannst du sehr gut nützen in deiner Arbeit und das stärkt deinen Gesundheitszustand auch. Merkur ist der Planet der Kommunikation und Handlungen. Aber Merkur lässt uns erinnern an unsere Kindheit und Jugend, weil Merkur herrscht in diesem Zeitraum. Merkur befindet sich in Zwillinge, auch im siebten Lebensbereich, hat einen Einfluss auf die Partnerschaft. Das kann ein Hinweis sein, dass du dich zum jüngeren Männer hingezogen fühlst. Kann auch bedeuten, dass du hier Jugenderinnerungen hast und das zieht sich wie rote Faden in dein Liebesleben. Bedeutet aber diese Merkur-Energie hier, du brauchst einen Partner, der intelligent ist. Merkur in Zwillingen im siebten Lebensbereich. Venus ist der Planet, die Liebe, nicht nur das, sondern Venus ist alles, was schön ist. Kunst, Kreativität, Ästhetik und Schönheit. Aber das ist die weibliche Energie. Zeigt uns Frauen, Frau zu sein, diese weibliche Energie, ist Venus im Tierkreiszeichen Zwillinge. Im Tierkreiszeichen Zwillinge und befindet sich im siebten Lebensbereich. Venus bringt auch Glück. Also das heißt, für dich ist das sehr, sehr wichtig, liebe Partnerschaft. Da liegt auch deine Liebesenergie und du wirkst als Frau. Natürlich kommt noch die Zwillingsenergie dazu, das Spielerische. Zwilling gehört auch zum Luftelement, die Leichtigkeit und damit hast du auch Glück. Aber die Zwillinge vermitteln auch die Kommunikation und auch Intelligenz, weil über die Tierkreiszeichen der Zwillinge herrscht Merkur und das sind alles Merkur-Themen. Mars ist die Kraft, wie du dich durchsetzen kannst im Leben, wie du dich behaupten kannst im Leben, wie kannst du etwas in Bewegung setzen. Natürlich die Mars-Energie hat auch mit Sport etwas zu tun, aber auch unsere Durchsetzungskraft. Außerdem Mars zeigt der Mann,
welcher Typ von Mann wünschst du dir oder passt zu dir? Diese Mars-Energie befindet sich in Tierkreiszeichen Wassermann im dritten Lebensbereich. Im Wassermann im dritten Lebensbereich. Natürlich kann das ein Hinweis sein, dass du bei Verwandten dich immer wieder behaupten musst. Kann auch bedeuten, dass in deiner Schulzeit wirkte die Wassermann-Energie und du warst ein bisschen Zeit voraus mit deinen tollen Ideen und das wurde übersehen und du hast ständig gekämpft in die Schule. Diese Mars-Energie zeigt aber auch der Mann und dieser Mann soll beweglich sein, die Luftelement kommt dazu, soll einzigartig, außergewöhnlich sein. Das kann auch den Lebensbereich bedeuten, wo du dich diesem Mann begegnest. Entweder im Internet oder in deiner vertrauten Umgebung oder in einer Schulung oder einer kleinen Reise. All diese Themen gehören zu dem dritten Lebensbereich. Jupiter zeigt deine Größe. Jupiter vergrößert auch etwas. Und Jupiter bringt Chancen, Möglichkeiten und Glück auch in unserem Leben. Jupiter ist in dein Horoskop rückläufig. Und das heißt, hier hast du karmische Themen oder Lernaufgabe. Jupiter befindet sich in Skorpion und das im ersten Lebensbereich. Jupiter in Skorpion im ersten Lebensbereich. Und Jupiter vermittelt dir etwas ganz, ganz Wichtiges. Weil das gehört zu deiner Persönlichkeit. Sei mit deinen Größen bewusst und lass dich nicht klein machen. Und hier hast du Themen von Vergangenheit, also verbessere das. Saturn ist der Planet der Schicksal. Saturn ist der Planet der Karma und belehrt uns. In jungen Jahren wirkt sehr einschränkend, weil wir Lernaufgabe haben. In späteren Jahren sorgt Saturn dafür, dass wir mehr Sicherheit haben, mehr Stabilität, mehr Halt bekommen im Leben und zeigt auch Ernsthaftigkeit, auch Weisheit. Saturn befindet sich in Tierkreiszeichen Zwillinge und das im siebten Lebensbereich. Saturn hier im siebten Lebensbereich kann ein Hinweis sein, dass hier karmische Begegnung hast. Ich meine die liebe Partnerschaft. Saturn zeigt auch, dass in jungen Jahren war das nicht so einfach. Aber im zweiten Lebenshälfte wirkt Saturn sehr vorteilhaft. Sorgt dafür, dass Struktur bekommst in die Liebe, Partnerschaft, Sicherheit, Stabilität. Uranus bringt Umbrüche und Veränderungen. Und Uranus befindet sich bei dir im 11. Lebensbereich in Tierkreiszeichen Waage. Uranus ist nicht nur diese Umbrüche und Veränderungen, was zum Erwarten ist in deinem Freundeskreis, sondern bedeutet auch unerwartete Ereignisse, Überraschungen. Dass manchmal so Umbrüche gibt, Trennung von einer Freundschaft und es kommt so überraschende Art und Weise. Oder du begegnest jemanden
und wirkt das eine Freundschaft sein, wo auch sehr ungewöhnliche Art und Weise stattfindet. Neptun befindet sich in Tierkreiszeichen Schütze, aber im ersten Lebensbereich. Neptun im Schütze, aber im ersten Lebensbereich. Neptun ist auch rückläufig, hast du hier auch karmische Themen. Neptun ist gar nicht einfach zu vermitteln, was Neptun bedeutet. Neptun symbolisiert unsere Träume, unsere Visionen, aber auch unsere künstlerische Begabung, das ist Inspiration. Natürlich kann das ein Hinweis sein, das zu deiner Persönlichkeit gehört, dass andere würden sagen, du bist immer so verträumt. Und hast du auch diese Ziele bei Schützenenergie? Natürlich ist das zielgerichtet. Neptun ist aber oft eine Energie, was schwer zum Greifen ist. Ist schwierig, das im Tat, in Realität umsetzen. Und dann wirkt das so, wenn das nur ein Traum wäre. Dann fehlt die Mut oder die Kraft, das im Tat umsetzen. Diese Verträumtheit ist da, aber entspricht nicht die Realität. Und hier hast du auch karmische Themen. Und die karmische Thema ist das, setz das im Tat um. Glaub daran. Fang an, daran zu glauben und sei mutig. Und diesen Mut brauchst du. Das kommt daher, wenn ich die Elemente anschaue, die Elemente in dein Horoskop. Die Feuerelement gibt die Begeisterung, Feuer und Flamme, sein von etwas. Die Feuerelement ist auch mutig und setzt etwas in Bewegung. Zeigt auch diese Kraft, besonders die Tierkreiszeichen wieder. Die Erde-Element schenkt uns Sicherheit, Stabilität, Bodenständigkeit, hat mit Realität und mit Materie etwas zu tun. Die Luft-Element schenkt uns die Leichtigkeit, auch die Gedanken, die Ideenreichtum, hat mit Kommunikation auch etwas zu tun. Und Wasser-Element zeigt unseren Gefühlen. Das Unbewusste, unserem Träume, unserem Gefühlszustand. In dein Horoskop, und da untersuchen wir nur die persönlichen Planeten. Uranus, Neptun, Pluto gehört nicht dazu. Wenn ich die persönlichen Planeten und Sonne und Mond betrachte, also abschließend bis Saturn, dazu kommt Sonne und Mond und dein Aszendent, und unterteile ich all das zu den Elementen, in dein Horoskop fehlt die Feuerelement. Und du brauchst aber diese Feuerelement, die Kraft, die Mut, die Begeisterung. Begeisterung hast du sicherlich, die Schütze hat einen Einfluss auf deine Persönlichkeit. Aber irgendwann verlierst du den Mut. Und das, was dir auch Heilung bringt, weil Chiron was zeigt, wo weh tut, wo du Heilung brauchst, dieser Chiron befindet sich im Widder. Hier. Gleich erkläre ich das nochmal. Aber vorher kommt noch Pluto. Pluto gibt dir die Kraft, die inneren Kraft. Und Pluto befindet sich im Jungfrau, im höchsten Punkt des Horoskopes, mit deinem Glückspunkt. Das ist dein Glück, die Pluto-Energie. Das erkläre ich auch gleich. Aber erstmal hier Chiron. Chiron ist ein Kleinplanet. Befindet sich zwischen Saturn und Uranus. Und Chiron ist von Mythologie bekannt geworden. Er ist der große Heiler. Aber er hat sehr viel Schmerz gehabt.
Er wurde als Baby alleine gelassen, bis dann der Sonnengott Apollo zu sich geholt hat und der Sonnengott hat für seine Erziehung gesorgt, weil er war ohne Eltern da. Also Chiron erlebte erstmal diesen seelischen Schmerz. Später wurde mit einem giftigen Pfeil sein Fuß getroffen, und er litt auch körperliche Schmerz. Also er kennt das, er weiß, wo weh tut. Er hatte seelischen Schmerz und noch dazu körperlichen Schmerz. Und sein Vorteil war, dass er bei Apollo vieles gelernt hat. Weisheit, Musik, Kunst und Heilung. Er war der große Heiler überhaupt. Und im Horoskop bedeutet, Chiron zeigt, wo weh tut, wo wir Heilung brauchen. Und das ist die Widderenergie. Und das heißt, hier im wohnlichen Situation, das kann auch die Elternhaus sein und die Kindheit. Und hier brauchst du die Heilung, hier brauchst du die Heilung und die Widderenergie gibt dir die Heilung. Und das ist Feuerelement, dieser feurige Temperament gibt auch Kraft und Mut, dich zu behaupten. Und mit dieser Rückläufigkeit, rückläufige Jupiter, rückläufige Neptun, wo auch wirklich um karmischen Themen auch handelt, steh zu deinen Größe und leb deinen Traum. Versteck es nicht, sondern du brauchst die Widderenergie dazu. Und das heißt, mutig zu sein, etwas Neues beginnen, ohne allzu lang nachzudenken. Das, was dich heilt. Wenn ein Widder etwas begeistert, kannst gar nicht bremsen. Weil ein Widder setzt sofort in Tat um, überlegt überhaupt nichts, ob das gut ist oder nicht. Kommt die Begeisterung, die Impuls, wird sofort in Tat umgesetzt. Und ich weiß, wovon ich rede. Ich bin in Tierkreiszeichen wiedergeboren. Das ist der Impuls und das wird sofort aktiv. Und das, was dich heilt, die Begeisterung und gleich die Aktivität. Du kannst später nachdenken, ob das gut war oder nicht. Es ist nicht immer eine kluge Entscheidung, aber das bringt uns weiter im Leben, weil das zeigt uns mutig. Ein Widder stürmt voran. Und diese Energie, was dich heilt, Widder ist aber auch die Durchsetzung. Weil hier herrscht Mars. Und Mars ist der Kriegsplanet. Also Mars kann sich durchsetzen. Und das ist für dich auch sehr wichtig, durchsetzen im Leben. Jetzt schauen wir an, welche Sternen haben einen Einfluss auf dein Horoskop. Dein Aszendent hier, Tierkreiszeichen Skorpion. Dein Aszendent wird bestrahlt von Agena und von Bungula. Die sind wie ein Zeiger, besonders Agena ist ein Zeiger. Zeigt in eine Richtung. Und diese Richtung wird dir gezeigt. Die Richtung ist, was Agena zeigt. Die Richtung ist ein Stammbild und dieser Stammbild heißt Kreuz des Südens. Dieser Stammbild ist im Südhalbkugel sichtbar
Und hier in diesem Sternbild befindet sich die Südpol und dient zum Orientierung. Du brauchst in deinem Leben eine Orientierung, einen Anhaltspunkt. Und die Orientierung zeigt dein Traum. Andere würden sagen, er träumt nicht so viel und oh, das wird nie Realität, du bist immer so verträumt. Nicht aufgeben, weil genau das ist der richtige Weg. Dann hast du Orientierung in dein Leben. Deine Sonne befindet sich in Zwillinge und wird von Polarstern bestrahlt. Dieser Polarstern befindet sich im kleinen Bär. Diese beiden Sternbilder, großen Bär und kleinen Bär, das kennen wir alle. Man nennt auch große Wagen und kleine Wagen. Und das ist sichtbar im Himmel, im Nordhalbkugel. Das heißt, in diesem kleinen Bär befindet sich unser Nordpol. Das dient auch zum Orientierung. Und schau mal, das bist du, hier bist du geboren, Südpol zum Orientierung und in Partnerschaft, wo deine Sonne ist, die Nordpol zum Orientierung. Und das verbindet sich miteinander. Du und er, dein Selbst und die Partnerschaft, das ist für dich sehr wichtig. Die Energie fließt hier in Partnerschaft. Und bei deinem Selbst hast du karmische Themen. Das bedeutet, du musst hier die Gleichgewicht halten. Dein Selbst nicht aufgeben und dich opfern in die Partnerschaft, aber auch nicht davonlaufen und sagen, oh, das steht mir gar nicht zu. Sondern dein Traum vertrauen, die Liebe leben, die Partnerschaft leben und dein Selbst nicht aufgeben, sondern deine Träume verwirklichen. Und das kann bei dir die künstlerischen Bereich sein. Oder Spiritualität, weil der Kreuz des Südens sind Themen, was auch Kunst, Kreativität, aber auch Spiritualität bedeutet, kann auch religiösen Themen sein. Mond befindet sich im Stier und wird von Alkyone bestrahlt. Alkyone ist eine von den Plejaden. Und unserem Sonnensystem kreist um die Alkyone. Das ist eine zentrale Sonne. Und diese Bewegung, was unserem Sonnensystem macht, das ist dieses platonische Jahr. Also das ist ein höheren Bewusstsein, also wirklich ein höheren Bewusstsein, diese zentrale Sonne zu finden. Und diese zentrale Sonne, Alkyone, hat einen Einfluss auf dein Gefühlen, vielleicht zu Mutterthemen, weil bei Sonne handelt es sich um Vaterthemen, bei Mond handelt es sich um Mutterthemen. Aber wer ist wichtig? Du bist wichtig. Deine Sonne ist wichtig. Deine Selbst ist wichtig. Diese Plejaden vermitteln noch etwas. Und genau das erzählt Frau Holle. Weil hier ist die goldene Tor, die Ekliptik. Und hier entscheiden wir in unserem Leben, sind wir die Gewinner im Leben, das heißt regnet Gold, sind wir die Goldmarie. Oder sind wir die Verlierer im Leben, das heißt, regnet Pech, dann sind wir die Pechmarie. Liegt an unserer Einstellung. Dein Merkur befindet sich in Zwillinge. Alheka ist dieser Stern, was Merkur bestrahlt. In der chinesischen Astronomie, Astrologie, heißt hier ist die himmlische Tor. Das ist dieser Tor, wo wir durchgehen. Das bedeutet, alles beginnt mit Widerenergie. Widerenergie, die ist die Anfang. Und hier in Tierkreis zeichnen Wider ist die goldenen Felder Wider,
verborgen. Und diese goldenen Felder wieder heißt unsere Ausstrahlung. Und das hat eine Funktion, weil das ist unsere Anziehungskraft. Das ist unserem Energiefeld. Das ist diese goldenen Felder bei jedem Neuanfang. Woher kommt diese Ausstrahlung? Kommt von unserem Inneren, von unserem Denken und Fühlen. Damit starten wir immer etwas Neues. Und dann gehen wir in diesem himmlischen Tor, wie die Chinesen das nennen. Andere Kulturen heißt es das goldene Tor der Ekliptik. Wir gehen in diesem Tor durch und hier ist Frau Holle. Hier entscheidet sie sich, in welche Richtung wir das alles bewegen. Die Ausstrahlung haben wir und dann die Einstellung. Und das ist für dich wichtig. Und Merkur heißt zum Lernen, und das war wichtig in deiner Kindheit, in deiner Jugend, das zu stärken. Die Frage ist, war diese Unterstützung da in deiner Kindheit und Jugend oder war diese Unterstützung nicht da? Dann musst du das selbst dir beibringen. Venus ist der Planet die Liebe, und das ist auch deine weibliche Energie, ist auch von Plejaden bestrahlt. Wieder die Regengeschwister, die gleiche Geschichte, Frau Holle. Aber nicht nur die Plejaden bestrahlen dein Venus, sondern auch Aldebaran. Aldebaran ist eine von den königlichen Sternen. Das ist die Auge des Stieres. Ein hell leuchtenden Stern im Himmel steht mit Plejaden in Verbindung. Wenn Aldebaran hochsteigt, dann kommen die Plejaden. Und Aldebaran gilt als Wegweiser. Und das heißt, dein Auge öffnen auf deine weibliche Energie. Und du brauchst in die Liebe, Partnerschaft einen Wegweiser. Oder du bist die Wegweiser. Und dann hast du die Richtung. Dann weißt du, in welche Richtung sollst du bewegen. Und das ist die Liebe, Partnerschaft. Mars befindet sich in Wassermann. Und Castra ist der Stern, wo diese Mars-Energie hier bestrahlt. Castra kommt von dem gleichen Wort wie Kaserne. Und Castra zeigt eine gewisse Strenge. Und hier hast du die Strenge erlebt in deiner Schulzeit. Und das ist für dich sehr wichtig bei Verwandten, Geschwistern, Bekannten, dich behaupten, weil du erlebst immer wieder diese Strenge. Du wirst aber mit Wassermann-Energie, wo zu Luftelement gehört, du möchtest diese Leichtigkeit kommen und ständig musst du dich hier behaupten. Aber komm von dieser Strenge raus und komm mehr zu dieser Leichtigkeit und sag, ich bin einzigartig und das, wie ich mich lebe oder die Entscheidungen treffe, das ist meine Angelegenheit. Ich muss nicht bei jedem durchsetzen. Und wenn das drauf ankommt, dann zeigt dein Mars-Energie. Jupiter befindet sich in Skorpion, hat einen großen Einfluss auf deine Persönlichkeit. Das ist Bungula, diesem Stern zeigt auch das Kreuz des Südens und die Chinesen nennen das als Südtor. Wieder ein Tor zum Spiritualität. Das ist dieses Kreuz des Südens, aber auch dein Selbst. In indischer Astrologie heißt es, selbst zu sein und um die Seele kümmern. Und Sie sehen bei diesem Stammbild zwei Schwerter und das heißt trennen von Angst. Dieser Bungula wirkt auf dich sehr wohltätig und zeigt einen Aufstieg. Saturn befindet sich in Tierkreiszeichen Zwillinge und hat wieder mit Plejaden was zu tun. Wieder bei Frau Holle sind wir gelangt.
Und das ist Saturn-Energie, also Lernaufgabe. Uranus hier bringt Umbrüche, Veränderungen, wirkt auf deinen Bekanntenkreis, Freundeskreis, sorgt für außergewöhnlichen Umständen, außergewöhnlichen Begegnungen, wird von Saphir bestrahlt. Saphir ist ein Edelstein und das bedeutet, du bist ein edler Mensch, aber sorgt dafür, dass dein Freundeskreis auch mit solcher edlen Menschen wie ein Saphir, wie ein Edelstein sind. Sei wählerisch. Sei wählerisch, was die Freundeskreis betrifft. Edle Menschen, aber sie sollen dich auch als Edelstein wie ein Saphir betrachten und dich so behandeln. Pluto ganz oben im Zenit, das zeigt die Richtung, die Berufung. Und Pluto zeigt die inneren Kraft. Pluto zeigt auch, wie viele Dinge wir loslassen müssen, sonst verlieren wir diese Kraft. Und da kannst du dich einsetzen. Markeb ist dieser Stern, wo hier Pluto bestrahlt. Markeb befindet sich im Schiff Argo. Und die Schiff Argo ist die Reise, wo die Argonauten gereist haben, die goldenen Felder wieder zu holen. Du brauchst die Wiederenergie, diese goldenen Felder, deine Ausstrahlung, damit du deine beruflichen Ziele erreichst oder dass du Anerkennung bekommst. Und das ist dieses Schiff Argo. Mach diese Reise in dein Leben. Hol die goldenen Felder wieder. Chiron hier zeigt, wo weh tut, wo kränkt, aber gleichzeitig bringt die Heilung, wird von Andromeda bestrahlt. Dazu erzähle ich auch die Geschichte. Es gab eine Königin Cassiopeia und Cassiopeia prahlte überall, dass ihre Tochter Andromeda sei die Schönste. Sie ist sogar schöner als die Meeresjungfrauen. Und die Meeresjungfrauen haben sich beschwert bei Gott des Meeres, Poseidon. Und Poseidon wurde dann zornig und schickte den Seeungeheuer, dieser Walfisch in diesem Königreich Cassiopeia zu bestrafen. Und dieser Walfisch kam dann an und dachte, ja, warum sollte ich das machen? Ich nehme lieber die schöne Königstochter Andromeda, und so war es das auch. Dieser Walfisch fesselte Andromeda in einen Felsen. Und Andromeda hat Angst gehabt, war auch Medusa in die Nähe, und Medusa war die Furchterregende mit ihren Schlangenhaaren. Und die Geschichte erzählt, jede, der Medusa erblickt, bekommt Angst. Also Andromeda hat Angst gehabt. Bis dann Perseus kam mit seinem Schwert und befreite Andromeda, befreite von diesem Fessel. Und Perseus tötete dann auch Medusa. Und dadurch wurde Pegasus geboren, dieser geflügelten weißen Pferd. Und die beiden Liebenden, Andromeda und Perseus, weil sie haben sich auch verliebt, mit diesem weißen Pferd dann davon geflogen. Dieses Pferd könnte auch fliegen. Das heißt, Andromeda und Perseus verliebten sich. Aber das war die Befreiung von Angst. Und da brauchst du die Heilung von Angst zu befreien. Weil Andromeda beeinflusst diese Chiron-Energie hier, wo du die Heilung brauchst. Welche Verbindungen hast du? Du hast eine Jodfigur in dein Horoskop.
Eine Jodfigur ist wie ein Dreieck. Verbindeten sich Planeten oder Sonne und Mond, und mit diesem Dreieck verbindet sich drei Tierkreiszeichen in drei verschiedenen Elementen. Und das erzeugt eine gewisse Unsicherheit, eine innere Unsicherheit, weil dann weißt du gar nicht, in welche Richtung soll das weitergehen, weil plötzlich kommen mehrere Eindrücke und du verlierst die Orientierung. Dein Jupiter und dein Neptun hier im Skorpion auf jeden Fall. Jupiter befindet sich im Skorpion und Neptun im Schütze, aber Neptun ist exakt im Grenzbereich. Neptun befindet sich im Grenzbereich zwischen Skorpion und Schütze, aber schon im Schütze, gehört aber nicht zum persönlichen Planeten. Also die beiden bilden sich hier eine Konjunktion, Jupiter und Neptun. Obwohl in verschiedenen Tierkreiszeichen sind, aber ganz, ganz nah. Und sie bilden sich hier eine sogenannte Konjunktion, das heißt, sie wirken gemeinsam und es beeinflusst sehr stark deine Persönlichkeit. Und Jupiter-Neptun steht in Verbindung zu deiner Sonne in Zwillingen und steht in Verbindung zum Mond im Stier. Und hier entsteht ein Dreieck. Das ist diese sogenannte Jodfigur. Sonne hat mit deinem Vater was zu tun, Mond hat mit deiner Mutter was zu tun und hier hat das mit dir selbst zu tun, du als Kind auch. Und hier hast du ein Dreieck. Die Tierkreiszeichen sind Skorpion, also mindestens mit Jupiter, Skorpion, Zwillinge und Mond im Stier. Skorpion, Zwillinge und Stier. Wenn ich Neptun betrachte, dann Neptun im Schütze und hier im Zwillinge und Stier. Es sind drei verschiedene Elemente. Hier ist einzigartig, weil Jupiter im Skorpion, Neptun aber im Schütze, du kennst beide Seiten. Gehört irgendwie deine Persönlichkeit, das macht dich auch interessant. Aber bei Entscheidungen ist das schwierig. Weil diese Jodfigur heißt, jedes Mal, wenn du Entscheidungen treffen musst in dein Leben, größere Entscheidungen, dann melden sich diese drei Elemente, diese drei Tierkreiszeichen gleichzeitig und erschwert die Orientierung und Entscheidungen. Wenn ich Jupiter betrachte, dann heißt das Wasserelement verbindet sich mit Luftelement und Erdeelement. Das wäre die eine Figur. Das heißt Wasser, Luft, Erde. Wenn ich Neptun betrachte, Neptun ist Feuerelement, dann würde bedeuten, die Feuerelement verbindet sich mit Luftelement und Erdeelement. Aber Neptun hat wenig Feuriges an sich. Neptun eher die Fantasie und die Träume, also weniger mit Realität was zu tun. Und diese Figur erschwert die Entscheidungen. Die Lösung liegt an Feuerelement. Die Lösung liegt an Schütze, Widder und Löwe. Das, was dich befreit davon oder hilft dir, etwas zu bestimmen in dein Leben. Die Widder ist der Neuanfang, die Mut und die Kraft. Die Schütze setzt etwas in Bewegung und die Löwe ist selbstbewusst und vertritt das auch, befestigt es auch. Und das hilft dir bei dieser inneren Unsicherheit, gerade wenn das um Entscheidungen geht.
Sonne und Merkur steht mit Mars in einer schönen Verbindung. Sonne, Merkur und Mars, das ist eine sehr schöne Verbindung. Wenn das drauf ankommt, du kannst dich ganz gut behaupten im Leben, aber du brauchst immer die Luftelement, die Leichtigkeit oder vieles loslassen, damit du aufatmen kannst, wenn du blockiert fühlst oder Schwierigkeiten sind, weil erscheint vor dir wie ein großer Berg von Themen oder Problemen, dann fühlst du dich unbeweglich, dann bekommst du Angst, das blockiert dich. Du brauchst die Luftelement. Wenn du die Luftelement verspürst, entweder weil du von Problemen verabschieden kannst oder die Angst loslassen kannst und kannst aufatmen, dann spürst dein Kraft liegt im Luftelement. Und behaupten kannst in dein Leben mit Feuerelement. Deine Träume, Visionen sind im Wasserelement, das hast du sowieso. Und wenn du in inneren Kraft bist, dann bist du im Jungfrau, dann kannst du es auch als Ziel erreichen, verwirklichen und dann wird das auch Realität. Liebe Noala, so könnte ich dein Geburtshoroskop erklären. Ich bedanke mich nochmal dein Anvertrauen. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.